Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und wie ihr schon gesehen habt am Titel oder an dem Thumbnail, wir werden heute alle großen und mittleren Fleischfresser aus der Kreidezeit gegeneinander antreten lassen. Der liebe Moorhaw Games hat mir eine Liste im Discord geschickt mit allen Fleischfressern aus der Kreidezeit und aus dem Jura. Und da die meisten Fleischfresser von Jurassic World Evolution aus der Kreidezeit stammen, werden wir diese gegeneinander antreten lassen. Es sind insgesamt 9 Kandidaten. Welche das sind, das werde ich euch gleich verraten. Und wer diese übernehmen wird, das werde ich euch auch verraten, weil wir werden gleich die Dinosaurier freilassen und zulosen. Und der Gewinner, der wird hier auch wieder einen 5€ Amazon-Gutschein gewinnen, damit der Anreiz so ein bisschen da ist, hier auch zu gewinnen. Seid bitte nicht traurig, falls ihr gleich nicht ausgelost werdet, weil es sind immer so, ja, 150 bis 190, ich glaube 192 waren es diesmal, Kommentare. Und da ist die Chance leider halt nicht so mega hoch, wenn nur 9 Dinosaurier verlost werden. Aber versucht es einfach beim nächsten Mal, ich werde ja noch häufig solche Videos machen. Und irgendwann werdet ihr es dann auch schaffen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Der Baryonyx geht an Ninja Katzen 4D. Den Carnotaurus übernimmt Cypher. Den Majungasaurus übernimmt Lucinator 289. Den Spinosaurus übernimmt Dark Shadow. Den Suchomimus bekommt Arisha Dovefire. Der Tyrannosaurus Rex geht an Joel 14. Der Carcharodontosaurus geht an Rimbo YouTube. Den Acrocanthosaurus übernimmt Feeltix 2. Den Giganotosaurus, den habe ich ausgelost als heutigen VIP-Dino.
Der geht an die Unterstützer von meinem Kanal, die VIPs, die Mitglieder. Und es haben drei von diesen Kommentare geschrieben. Und zwischen diesen drei wird er jetzt ausgelost. Also falls ihr auf meinem Kanal VIP seid, dann habt ihr hier bei den Mitmachprojekten, sage ich mal, immer eine etwas bessere Chance. Und ihr seht schon die drei Kandidaten. Das sind einmal Mrs. Sunstorm, Lekröte und Zelda Fanboy. Und ich werde jetzt das Rad drehen. Und dann sehen wir, wer hier den Giganotosaurus übernehmen wird. Und es ist Zelda Fanboy. Du hast es endlich geschafft. Du hast es schon ganz, ganz oft versucht. Warst, glaube ich, noch nie an der Reihe. Jetzt hast du es mit deinem VIP-Rang, mit deinem VIP-Bonus hier geschafft. Du übernimmst den Giganotosaurus. Ich wünsche dir viel Glück im Kampf. Die Dinosaurier sind jetzt alle hier in der Arena gelandet und warten darauf, dass es hier losgeht. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht mehr lange. Es geht jetzt hier um 5 Euro Amazon-Gutschein für den Sieger. Wir schalten jetzt die Dinosaurier-Kampfhäufigkeit auf Maximum und dann geht das Ganze hier los. Dann beginnt der Kreidezeit-Battle-Royale und ich bin sehr gespannt, wer sich hier den Sieg sichern kann. Das wird wieder echt ein Kampf der Giganten. Wir haben wieder, ja, ich würde sagen, 4 große Fleischfresser und 5 mittlere Fleischfresser, beziehungsweise 1, 2, 3. Ich würde so sagen, 5 große Fleischfresser und 4 mittlere nur. Und es geht jetzt hier wieder mega los. Ich hoffe, ich kann hier alles einigermaßen festhalten mit der Kamera. Wir sehen schon den Agro hier mit einem Kopfstoß gegen den Mayunga und im Hintergrund den T-Rex gegen den Baryonyx. Es ja, wird jetzt hier alles wieder gleichzeitig passieren, aber das ist ja immer so, das kennen wir ja schon. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze hier ausgeht. Und der Mayunga hat jetzt hier den Agro Kanto auf niedriger Gesundheit. Das ist ja unglaublich. Genau wie der Baryonyx den T-Rex. Was ist denn hier los? Gewinnen jetzt hier die kleinen Dinosaurier gegen die großen? Das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Der einzige Dino, der sich raushält, weil es ist ja eine ungerade Anzahl, ist der Giga. Also sehr gut für ihn hier. Der Zuko und der Kano, die trennen sich jetzt hier. Und genauso wie der Akko und der Mayunga. Also von den beiden hat sich hier noch keiner durchsetzen können. Nur noch die beiden sind jetzt hier am Kämpfen. Und das sieht nicht gut aus für den Baryonyx hier. Der Spino und der Carcharodonto haben sich jetzt hier auch getrennt. Also der erste, der hier down geht, ist leider der Baryonyx. Der scheidet jetzt hier gegen den T-Rex aus. Ninja Katzen HD. Trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Joel 14 hat ihn oder sie rausgekickt aus dem Wettbewerb hier. Und, der ist nicht tot. Der schläft nur, der Kano. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wer sich jetzt hier dem Giga, gegen den Giga kämpfen wird, weil der ist noch fit. Der ist noch bei 100%. Der hat hier als einziger noch nicht gekämpft. Und ist jetzt hier momentan natürlich der Hauptfavorit. Ich glaube, der Kampf geht weiter. Der Giga rennt jetzt hier auf den Kano zu und das sieht nicht gut aus für den Kano, aber der Kano dreht sich hier nochmal weg. Ich weiß jetzt nicht. Das sah gerade fast so aus, als wenn die beiden jetzt kämpfen, aber irgendwie auch nicht. Gott, was geht denn jetzt hier ab? Habt ihr das gesehen? What the fuck? Aber, also die zucken die ganze Zeit total seltsam rum. Scheint ein bisschen buggy zu sein. Er tibbelt hier schon wieder auf der Stelle. Er kommt hier irgendwie gerade nicht klar, der Giga. Kämpfen sie jetzt oder kämpfen sie nicht? Das ist super seltsam hier. Ich habe wirklich keinen Plan, was hier gerade abgeht. Also der Giga ist auf jeden Fall in Kampfposition. Und jetzt auch der Kano. Okay, jetzt geht's hier los. Und das sieht hier natürlich jetzt nicht gut aus für den Kano. Im Hintergrund sehen wir den Zuko gegen den Agro. Und der Agro gibt ihm direkt eine Kopfnuss und einen Biss. Das könnte es jetzt hier auch gleich im Hintergrund für den Zuko oder den Agro gewesen sein. Beide sind bei niedriger Gesundheit. Aber jetzt geht hier erstmal der Kano-Taurus down gegen den Giga, der ja noch fit ist. Und der wurde immer noch nicht getroffen. Also der ist ja immer noch bei 100% als einziger Dino vermutlich. Wie geht's denn dem Spino? Der frisst da gerade. Auch nur noch 50%. Okay. Und hier hinten könnte jetzt, glaube ich, der Zuko down gehen. Und das tut er auch. Der Agro hat ihm hier nochmal eine Kopfnuss gegeben und ein Biss. Und packt ihn jetzt hier am Kopf. Und das war's für den Zuko Mimos hier. Du bist leider ausgeschieden, Aricha. Was passiert hier im Hintergrund? Geht's da weiter mit Kämpfen? Nee, noch nicht. Der Agro hat nur noch 43%. Hier liegt der Baryonyx, den hatten wir ja vorhin schon. Da liegt noch der T-Rex, ruht sich auch aus. Und jetzt ist wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen Pause angesagt, oder?
Ah ne, da hinten kämpfen noch zwei. Der Kacharodonto will jetzt hier kämpfen mit 56% gegen den Mayunga mit nur 46. Das sieht nicht gut aus. Ich drehe mal die Kamera, damit wir das andere beobachten können. Oh, da im Hintergrund. Da geht es jetzt gleich richtig rund. Vielleicht sollten wir da mal eben hin switchen. Das tun wir mal eben. Weil da kämpfen wir jetzt der T-Rex gegen den Spino. Im Hintergrund sehen wir natürlich den Kacharodonto noch gegen den Mayunga. Das ist jetzt hier wirklich ein Kampf der Giganten. Der T-Rex scheint hier sehr, sehr stark verwundet zu sein. Könnte jetzt hier mit dem nächsten bisschen down gehen. Also er ist auf jeden Fall um einiges stärker am Bluten als der Spino hier. Der sieht noch recht fit aus. Und im Hintergrund könnte es das, glaube ich, für den Mayunga gewesen sein. Der hat jetzt nochmal einen starken Treffer kassiert. Der Kopf ist unten. Und damit scheidet der Mayunga auf jeden Fall aus. Der T-Rex wehrt sich jetzt hier nochmal. Und jetzt blutet auch der Spino. Ist jetzt bei 12% nur noch. Und 33% beim T-Rex. Eieiei, die beiden haben sich echt stark geschwächt hier. Und gehen jetzt auseinander. Und nur noch die 5 großen Fleischfresser sind jetzt hier noch am Leben. Die 4 mittleren sind leider ausgeschieden. Also die 5 großen scheinen hier auch wirklich stärker zu sein und die Überhand zu haben. Habe ich mir aber schon gedacht. Aber wenn sich so ein kleiner am Anfang raushält natürlich, kann dieser hier natürlich auch den Sieg holen, indem er abstaubt. Aber das ist jetzt nicht passiert. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich bin jetzt sehr gespannt, wer sich hier von den 5 durchsetzen kann. Wer lebt denn jetzt noch? Der T-Rex, der Spino, der Kacharodonto, der Acro und der... Ah hier, der schläft ja nur. Der Giganotto, logischerweise. Wo geht's jetzt hier weiter? Ich glaube, der Acro will jetzt hier gegen den Giga kämpfen, so wie es aussieht. Der Giga ist immer noch bei 100%. Der Acro dreht sich um. Die beiden spacken schon wieder komplett ab. Was ist denn hier los mit dem... Ich habe keine Ahnung, was hier passiert mit dem Giga. Aber der scheint hier irgendwelche Fehler zu haben. Oder irgendwelche Macken. Der bewegt sich mega strange. Schaut euch das mal an. Also wirklich kein Plan, was da abgeht mit dem Giga. Die beiden kämpfen jetzt auch nicht. Sah mir eher eigentlich danach aus, dass sie jetzt aufeinander losgehen. Aber auch der Akku spackt jetzt ab. Was geht denn hier ab in bei meinem Game? The fuck? Okay, jetzt kämpft aber der Giga mit 100% gegen den Kacharodonto mit 17% nur noch. Das sieht hier gar nicht gut aus für den Kacharodonto. Und der Giga wurde immer noch nicht getroffen und schaltet jetzt hier, glaube ich, schon den zweiten Kandidaten aus. Also dadurch, dass er sich am Anfang rausgehalten hat, hat er hier wirklich einen enormen Vorteil und macht das hier wirklich clean, ohne bisher einen Treffer zu kassieren. Schaltet jetzt hier den zweiten aus, und zwar den Rimbo YouTube. Du bist leider auch ausgeschieden, sei bitte nicht traurig. 4 Kandidaten noch, der Acro, der T-Rex, der Spino und der Giga. Und im Hintergrund kämpfen jetzt, glaube ich, der Acro gegen den Rex hier, so wie es aussieht. Der Rex brüllt nochmal, der Acro steht hier schon bereit. Kopf ist relativ weit unten. Der Rex reißt hier nochmal ordentlich sein Maul auf. Brüllt 3-mal jetzt schon den Acro an. Will er ihn hier einschüchtern? Der Acro starrt nur auf den Boden. Aber kassiert jetzt hier einen Biss von dem T-Rex. Das ist natürlich schmerzhaft. Kann der Acro jetzt hier nochmal zurückschlagen mit 49% gegen 52. Relativ ausgeglichen. Und er gibt den T-Rex eine Kopfnuss und einen Biss in den Hals. Das war auch ein sehr starker Treffer. 21% nur noch beim T-Rex. Kann der Acro hier den T-Rex rausschmeißen oder wird der T-Rex hier sich nochmal verteidigen können? Oh, das sieht nicht gut aus für den T-Rex. Kriegt jetzt noch eine Kopfnuss und hat jetzt hier den Kopf gesenkt. Ich glaube, das war's jetzt hier. Ja, der Acro packt ihn am Kopf und am Hals und bringt ihn zu Boden. Und damit ist der Tyrannosaurus, einer der Favoriten, auf jeden Fall ausgeschieden hier gegen den Acrocanthosaurus. Joel 14, bitte nicht traurig sein. Feltix 2 hat dich aus dem Turnier gekickelt. Damit haben wir nur noch 3 Kandidaten, den Acro mit 50%, den Spino nur mit 40% und den ganz klaren Favoriten hier, der Giganotosaurus mit 100%. Und jetzt kämpfen die beiden gegeneinander, der Spino gegen den Giga. Der Giga schlägt zu, hat jetzt hier immer noch keinen Treffer kassiert und hat den Spino schon bei 17%. Kann der Spino jetzt hier den ersten Treffer gegen den Giga landen oder wird der Giga hier ein Fight gewinnen oder das Battle Royale gewinnen ohne einmal gebissen zu werden. Und das sieht mir ganz danach aus. Das ist ja unglaublich hier, was der Giga hier abliefert. Also das ist wirklich heftig. Er haut jetzt hier den Spinosaurus, der den letzten Battle Royale Kampf ja gewonnen hat, mit allen großen Fleischfressern. Haut er jetzt hier raus. Dark Shadow, du bist leider ausgeschieden. Und der Giga macht jetzt hier den dritten Kill, ohne einmal gebissen zu werden. Das ist wirklich insane. Und er hat jetzt hier klar den Vorteil, weil der Acrocanto nur noch 65% Leben hat.
Und der Akku scheint jetzt hier auch schon in Richtung Giga zu rennen. Oder auch nicht. Geht trinken. Ich glaube, jetzt geht's hier weiter mit dem Kampf. Jo, die beiden gehen in Kampfstellung. Jetzt werden wir hier eventuell einen Sieger ermitteln können. Der Giga bei 100%. Der Akku auch wieder bei 80%. Also so unausgeglichen scheint das hier gar nicht mehr zu sein. Aber der Giga schlägt hier wieder zu 50%. Macht ihm 30 Schaden, also nicht wenig. Wird der Akku jetzt hier den Giga zum ersten Mal verwunden hier? Jo, das tut er. Kopfnuss und ein Biss. Finde ich sehr cool, die Kampfanimation. Er macht 26 Schaden. Also der Giga macht hier mehr Schaden. Aber der Akku schlägt nochmal zu. Und damit hat er hier die Nase vorn. Das ist ja unglaublich. 50% und 48. Aber der Giga lässt das nicht auf sich sitzen. Jetzt hat der Akku nur noch 20% hier. Und der Giga schnappt nochmal zu. Und macht jetzt hier den Sack zu. Das war wirklich ein dominierender Fight hier von dem Giga. Er hat 4 von 9 Leuten aus dem Turnier geworfen. Hat er wirklich verdient gewonnen. Hat sich am Anfang als einziger rausgehalten. Was ihn hier vermutlich den Sieg gebracht hat. Sei bitte nicht traurig, Fehltix, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Und Zelda-Fanboy, du hast hier mit dem VIP-Platz gewonnen und hast einen 5€ Amazon-Gutschein gewonnen. War ein sehr, sehr cooler Kampf. Ich hoffe, euch hat der Kampf auch gefallen. Und beim nächsten Mal machen wir wieder ein Rennen. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare schreiben, #BR und mit etwas Glück macht ihr dann beim Rennen mit. Und falls euch das Ganze gefallen hat hier, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und was ich noch vergessen habe, Zelda-Fanboy, du musst mir natürlich auf Discord schreiben, aber das weißt du sicherlich, um deinen Gewinn abzuholen. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Macht's gut. Euer Dandy.